Selig sind die geistig Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Die Ghetto! Die Show mit Gerd und Pferd. Wetten, das? Danke, danke, danke schön, liebe Freundinnen und Freunde der Gerd-Show. Doll, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Begrüßen Sie auch bitte meine vollblütige Assistentin Doris. Danke, danke. Auch heute zeige ich Ihnen wieder ein ganz tolles Kabinettstückchen. Wussten Sie eigentlich, dass ich auch ganz oft alternative Energien nutze? Ja, ja, man glaubt gar nicht, wie viel Energie in einem steckt. Gestern bin ich mit meinen neuen Krokusslippern nur mal so über den Teppich geschlurft. Und als ich dann an den Lichtschalter kam, da hat's den Elektriker, der gerade die Birne wechselte, echt von der Leiter geholt. So, jetzt aber mal zu den alternativen Energien. Kennen Sie Biogas? Ist eine ganz tolle Erfindung von Mutter Natur. Denn jeder hat's in sich. Man muss es nur nutzen. So, ich habe mich hinten schon mal ein bisschen freigemacht. Feuerzeug ist auch am Start. Und los geht's. Mist. Aber riecht schon ganz toll, nicht? Und jetzt nochmal. Toll, wie ich das wieder gemacht habe, was? Als ich dem Trittin das erzählte, wollte der das erst nicht glauben. Aber ein paar Tage später, mitten in der Kabinettssitzung, sprang der plötzlich auf, drehte sich um und rief: Zünd an, zünd an, zünd an! Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn ich Ihnen zeige, wie man beim Roulette-Spielen immer gewinnt und beim Dosenbierkauf immer 6 Richtige hat. In der Show mit Gerd und Pferd. Die Show mit Gerd und Pferd.